Herzlich willkommen zu unserem neuen Video hier auf Mayerli Tech. Wie ihr, glaube ich, vielleicht sogar erkennen könnt, sind wir gerade bei Marco im Haus. Könnt ihr vielleicht ganz gut am Hintergrund erkennen, an den schönen Farben. Endlich kann ich auch mal hier sein und diese schönen Farben im Hintergrund haben. Aber darum soll es heute gar nicht gehen, sondern um das Mi Note 10 Pro und das Xiaomi Mi Note 10. Wir möchten es vergleichen. Wir haben jetzt die Geräte schon ein paar Tage. Vielen Dank übrigens an Smartphone Only für die Bereitstellung des Testgeräts vom Mi Note 10 Pro und an Train Shenzhen für das Mi Note 10. Genau, und heute wollen wir den ersten Eindruck machen. Wir packen das Gerät aus. Wir haben es auch schon ausgepackt. Möchten so ein bisschen die Hardware vergleichen. Wollen gucken, was so im Lieferumfang drin ist. Könnte für euch vielleicht auch spannend sein, weil viele wissen gar nicht, was der Unterschied eigentlich ist zwischen dem Mi Note 10 und dem Mi Note 10 Pro. Richtig. Und damit fangen wir heute an. Wir beginnen direkt mit dem Lieferumfang, oder? Würde ich sagen, oder? Dann schauen wir mal in die Packung hinein. Genau, also abgesehen natürlich, dass das Smartphone da eigentlich auch drin liegt. Das hatten wir jetzt halt schon einmal rausgenommen. Gibt es so eine kleine Pappschachtel. Und genau. Was ist da drin? Normalerweise, das kann ich jetzt hier auch nochmal zeigen, eine Silikonhülle ist da drin. Genau, aber es gibt einen Unterschied. Und zwar, beim Mi Note 10 Pro ist eine durchsichtige Hülle drin und beim Mi Note 10 eine schwarze. Du hast jetzt welche Farbe eigentlich? Ja, Silber, Schwarz? Und ja, ich weiß gar nicht, steht das hier vielleicht drauf? Was ist das? Midnight Black habe ich. Okay. Also Midnight Black ist meine Farbe vom Mi Note 10. Und ich habe Aurora Green, falls ihr es vielleicht erkennen könnt. Das heißt, vielleicht liegt es auch an der Farbe. Denke ich, genau. Könnte auch daran liegen, aber ich finde jetzt sogar hier bei der schönen grünen Farbe ist ganz cool, dass eine transparente Hülle dabei ist. Richtig. Und ansonsten in dieser Pappschachtel ist halt noch der übliche Papierkram. Ich packe den mal wieder zurück, den brauche ich nicht. Und wir können den SAR-Wert gleich noch kontrollieren, ob der gleich ist. Manche interessieren sich für den SAR-Wert. Das können wir gleich tun. Und eine SIM-Kartennadel ist noch am Start. Genau, ne? Die muss natürlich immer da sein. Und wir haben hier einen SAR-Wert beim Mi Note 10 Pro am Kopf 1,107 Watt pro Kilogramm. Dito. Und am Körper 1,392 Watt pro Kilogramm. Dito. Okay, dann hat sich daran nichts geändert. Also für alle, die sich dort irgendwie sorgen, ist egal, welches ihr euch holt, der SAR-Wert ist gleich. Ihr brutzelt auf gleiche Art und Weise euer Kopf weg. Was finden wir denn noch in der Verpackung? Ja, mach doch mal weiter. Gucken wir mal. Also, wir haben natürlich zum einen ein USB-A auf USB-C Ladekabel. Ja, ich auch. Super. Und dann noch ein Ladegerät, ein Netzteil, und zwar... Bei mir sind es 30 Watt, das ihr auch am Ende 10 Volt und dann 3 Ampere, oder? Stehen? Ja, habe ich, genau. Okay. Also ebenfalls 30 Watt. Also auch die Ladegeräte sind identisch. Genau, und auch dieselbe Farbe. Also ist egal, ob ihr euch ein schwarzes oder ein grünes Gerät holt. Ihr werdet immer weißes Netzteil und weißes Körper haben. So, dann können die Packung eigentlich weg, ne? Damit sind wir durch. Die haben wir. Also das ist der gesamte Lieferumfang. Schauen wir uns die Geräte mal vom Außen an und schauen, ob wir da Unterschiede erkennen, außer der Farbe, würde ich sagen. Also ich würde sagen, auf den allerersten Blick sehen sie für mich... Gleich groß aus, oder? Gleich groß aus. Die Rückseite, der Aufdruck ist identisch. Die Kameralinsen sehen zumindest mit bloßem Auge identisch aus. Genau, hier haben wir das Penta-Kamerasystem, so wird es ja genannt, weil wir 5 Kameras verbaut haben. Genau. Einmal die Hauptkamera, die ist meiner Meinung nach, glaube ich, in der Mitte, wenn ich mich nicht irre. Das sind 108 Megapixel. Ja. Das ist ja das Besondere, dieses Kamerasystem wird ja auch verbaut im neuen Samsung Galaxy S20 Ultra, sowie auch im neuen Mi 10. Von Xiaomi. Natürlich könnte es ja noch Unterschiede geben, weil sie softwareseitig vielleicht da ein bisschen was hoffentlich verbessert haben. Noch. Natürlich. Also laut DxOMark hat ja das Mi 10 auch nochmal ein bisschen zugelegt, was die Fotos angeht, aber müssen wir halt dann kontrollieren. Richtig. Wir werden auch sowieso nochmal auch einen Fotovergleich machen hier auf diesem Kanal Mayerli Tech zwischen den beiden Smartphones, Mi Note 10 und Mi Note 10 Pro. Genau, dann wissen wir es genauer. Jetzt können wir das noch nicht einschätzen. Und dann haben wir noch eine 20 Megapixel Weitwinkelkamera. Eine 12-Megapixel-Telekamera. Korrekt, genau. Für den fünffachen Hybrid-Zoom aber. Ja. Also nicht ganz optisch, sondern Hybrid, halt digital und optisch. Und dann noch eine 5-Megapixel-Auch-Telekamera für den zweifachen optischen Zoom. Und eine 2-Megapixel-Makrokamera, das ist die kleine, die ihr hier unten sehen könnt. Genau. Genau, die Hauptkamera ist vielleicht für manche noch ganz wichtig, hat eine Blende von 1,69, also ist schön lichtstark. Das ist schon ziemlich gut, gerade bei der Megapixelzahl ist ja wichtig, weil die Megapixel aufgrund dieser hohen Megapixelzahl ja relativ klein werden, braucht man natürlich auch eine Menge Licht, damit die kleinen Pixel auch das ordentlich abbilden können. Ja, das klingt doch erstmal schon mal nicht schlecht. Und wie gesagt, das Hardware-Setup ist identisch zwischen dem Mi Note 10 und dem Mi Note 10 Pro. Auf der Rückseite haben wir da schon mal keine Unterschiede gefunden. Ich würde sagen, dann drehen wir es vielleicht mal um. Und auch dort, muss ich sagen, sieht das Bild schon
sehr ähnlich aus. Also du hast zwar jetzt einen animierten Hintergrund. Ja, genau, ich habe den extra eingestellt. Sorry. Genau. Also das ist kein Vorteil von Mi Note 10 Pro, das muss ich nochmal klar sagen. Standardmäßig war auch dieser Hintergrund bei mir eingestellt, genau. Auf jeden Fall. Genau. Ja, also ja, die Bildschirme sind ebenfalls identisch, da gibt es keine Unterschiede. 6,47 Zoll, wenn ich mich jetzt nicht komplett irre. AMOLED-Display natürlich, also ihr könnt dann auch super, wie man bei mir jetzt sehen kann, das Always-On-Display nutzen. Dann spart ihr auch noch vielleicht mal ein bisschen Akku, weil es halt ein AMOLED-Display ist und dort genau. Die schwarzen LEDs ja komplett ausgeschaltet werden. Genau. Was, glaube ich, erwähnenswert ist, ist, dass es sich hier um ein Curved-Display handelt. Das mögen ja einige, andere hassen es. Ich bewege mich irgendwo da in der Mitte. Ich muss zugeben, dass ich es gar nicht so schlimm finde, jetzt im ersten Eindruck. Es ist nicht so extrem wie bei einigen Smartphones, wo du das Gefühl hast, das wölbt sich schon komplett rum und sobald man es in die Hand nimmt, betätigt man. Sondern hier ist es einfach so, die Ränder an den Seiten verschwinden einfach durch diese Curve komplett, aber man kann den Bildschirm eigentlich immer noch voll und ganz nutzen, ohne jetzt dauernd irgendwelche komischen Berührungen mit der Hand zu erzeugen. Also genau, das wollte ich mir auch sagen. Also mir ist es jetzt nicht aufgefallen, dass ich da irgendwelche Apps aktiviert habe. Deswegen das Einzige, was vielleicht auffällig ist, ist dann halt, dass die Lichtreflektionen anders sind. Das Einzige auch beim Videoschauen eventuell. Aber genau. An sich sieht es eigentlich ganz schick aus, finde ich. Ist auch gleich dick, ist auch gleich schwer, die beiden Smartphones. Ja. Wenn ich mich jetzt nicht komplett irre, waren es glaube ich 208 Gramm. Wenn nicht, dann blende ich es jetzt nochmal ein, wenn es ein anderer Wert war. Also es wiegt halt schon ein bisschen mehr, man merkt es auch, weil hier auch ein 5250 mAh Akku, glaube ich, verbaut ist. Das ist mal richtig überzeugend. Genau, ne? Das müssen wir halt auch noch testen, wie weit der hält. Ich weiß nicht, hast du dazu schon eine Meinung? Nee, noch überhaupt nicht. Also ich habe nur gemerkt, dass ich habe es bis jetzt, glaube ich, 2 Tage in Nutzung, dass ich mehr als genug Akku am Ende des Tages übrig hatte. Aber ich habe das Smartphone auch noch nicht als meinen Daily Driver genutzt, das muss ich halt dazu sagen, sondern nur als Zweitgerät und deswegen muss ich noch schauen, wie es sich dann wirklich im tatsächlichen Alltag schlägt. Jetzt können wir uns ja auch noch um die Unterseite des Rahmens kümmern, beziehungsweise gehen jetzt den ganzen Rahmen mal entlang. Wir haben hier zum einen einen Monolautsprecher, leider würde ich sagen, weil das war ja schon eher, oder ist ja eher ein teureres Gerät von Xiaomi. 500, 600 Euro, wenn ich mich jetzt nicht gerade irre. Genau, so in dem Bereich. Ungefähr. Für ein Xiaomi-Gerät auf jeden Fall schon nicht ganz so günstig. Genau. Und Stereo-Lautsprecher hätte ich mir gewünscht, aber leider Gottes noch Mono jedenfalls. Aber dafür? Genau. 3,5 mm Klinkenanschluss für Kopfhörer und USB-C 2.0-Port haben wir hier auch Start. Dann haben wir auf der rechten Seite am Rahmen einmal den normalen Power-Knopf, den wir alle kennen, genau. Und die Lautstärke-Wippe für lauter und leiser stellen, beziehungsweise es gibt auch noch die SIM-Tray hier. Ach, der ist auf der rechten Seite. Mensch, genau. Ich bin immer gewohnt, dass der irgendwie auf der linken Seite ist, aber stimmt. Hier ist er auf der rechten Seite. Stimmt. Hast du da schon reingeguckt? Noch nicht wirklich so richtig. Wollen wir das einmal tun? Ja, gerne. Was mir als allererstes auffällt, wenn ich die SIM-Tray raushole, ist, dass es hier einen Gummiring gibt. Das heißt, es ist auf jeden Fall auch gegen Wasser abgedichtet. Ein IP-Rating offizielles, glaube ich, gibt es aber trotzdem wieder nicht, ne? Nee, soweit ich weiß nicht, ne. Aber ihr müsst euch zumindest keine Riesensorgen machen, sollte mal Wasser in die Nähe eures Smartphones kommen, dann ist es immer noch geschützt. Und was ich hier sehe, sind 2 SIM-Slots. Und gar keine SD-Karte, ne? Und gar keinen SD-Karten-Slot, genauso sehe ich das auch. Ist ja, ach genau, da gibt es nämlich noch einen Unterschied zwischen dem Mi Note 10 und dem Mi Note 10 Pro, und zwar beim internen Speicher. Das Mi Note 10 gibt es, soweit ich weiß, nur mit 128 GB, ich weiß nicht, ob mit 64, glaube ich das nicht. Das glaube ich nicht, zumindest nicht als globale Version. Ich weiß nicht, ob es in der China-Version vielleicht noch eine Variante mit weniger Speicher gibt, aber in der globalen Version sind es 128. Genau. Und 8 GB Arbeitsspeicher? Bei dir 6. Bei mir 6, bei dir 8. Genau, bei Mi Note 10 habt ihr 6 GB Arbeitsspeicher und bei Mi Note 10 Pro habt ihr 8 GB Arbeitsspeicher und bei Mi Note 10 Pro habt ihr auch nicht 128, sondern 256 GB internen Speicher. Das sind eigentlich an sich die 2 größten Unterschiede. Bei der Kamera, dazu kommen wir vielleicht gleich nochmal, wenn wir in der Kamera-App mal kurz sind und kontrollieren. Genau. Da sage ich nochmal kurz oder wir nochmal kurz ein paar Worte zur Kamera. Da gibt es einen ganz kleinen Unterschied. Richtig, dann machen wir unsere Tour mal noch zu Ende. Auf der linken Seite haben wir einmal gar nichts. Auch mal interessant. Und oben haben wir nochmal ein Mikrofon und wieder ein Infrarotblaster. Das für diejenigen, die gerne mit dem Handy ihr Stereoanlage, Fernseher, was weiß ich, was bedienen. Genau. Was wir halt hier nirgendwo finden, ist halt ein Fingerabdrucksensor. Wo verbirgt der sich? Ich glaube, man kann es jetzt auch schon erkennen. Genau. Und was ich super finde hier an den Xiaomi-Geräten, ich habe es gerade schon gesehen, dass ich irgendwie automatisch jetzt immer hier unten drücke, weil ich von den Samsung-Geräten, ich teste gerade Samsung Galaxy A71 und A51, gewohnt bin, dass der Fingerabdrucksensor unterm Display hier ungefähr ist. Ja. Und das hat mich sehr genervt am Anfang, weil ich es gewohnt war, dass ich finde, da wo der von Xiaomi ist, liegt er genau richtig. Genau, also, weil ich habe es locker in der Hand und kann einfach den Daumen Richtung Display bewegen, muss hier nicht mich verkrampfen und hier unten irgendwie, sondern ich kann einfach, ich habe es in der Hand, leg den Daumen ab.
und treffe den eigentlich in 90% der Fälle. Okay, cool, dann siehst du es ja genauso. Ich finde auch, dass der Ort genau richtig ist und ich finde auch, dass er sehr, sehr schnell reagiert. Ich finde, das ist einer der besten so momentan auf dem Markt, würde ich fast sagen. Das stimmt. Also die Animation ist mir fast noch einen Ticken zu lang, aber Animationszeiten kann man ja bekanntlich runterdrehen. Das ist, glaube ich, das, was hier am stärksten verzögert. Nicht der Scanner, sondern die Animation. Und auf jeden Fall schneller als beim A71 und A51 von Samsung, falls jemand einen Vergleich mal haben möchte. Ansonsten können wir uns ja jetzt auch mal ganz kurz um die Software kümmern, oder? Was meinst du? Dass wir mal in die Einstellungen gehen und gucken, welche MIUI-Version wir drauf haben und welche Android-Version, was auch ganz interessant ist. Also wir haben auf jeden Fall, beide heißen Mi Phone, was für eine Überraschung. Dann haben wir das Mi Note 10 Pro und das Mi Note 10, damit ihr es nochmal richtig sehen könnt. Da haben wir einen deutlichen Unterschied gefunden. Genau, schon mal auf jeden Fall. Dann habe ich beim Mi Note 10 Pro die MIUI Global Version 11.0.13. Die hast du auch am Start? Ja. Würde ich behaupten. Hast du auch. Auch in der Stable-Version. Genau, richtig. Und Android Version 9 leider Gottes nur. Ja. Du hast ja auch die Android-Version 9. Beim Mi 10 werdet ihr auf jeden Fall schon Android 10 haben vorinstalliert am Anfang schon. Out of the box. Hier leider Gottes noch nicht. Ich hoffe aber auf ein Update. Richtig. Sicherheitspatch sind wir auf dem gleichen Stand. Und der ist auch ein guter Stand. Ist Januar, jetzt haben wir Februar. Finde ich völlig okay. Genau, also einen Monat hinterher darf man durchaus sein. Genau, bei Samsung-Geräten zum Beispiel, dort haben wir Dezember gerade. Bei meinen Testgeräten, also nur mal als Vergleich. Und Prozessor ist eben auch, genau, ist eben auch der gleiche. Leider Gottes der Snapdragon 730G, was ich auch ein bisschen schade fand. Und da, wo auch viele gemeckert haben, bei Mi 10 werdet ihr aber zum Glück dann natürlich den neuesten Snapdragon 865 drin haben. Richtig. Hier wäre so ein High-End-Prozessor auch geil gewesen, finde ich. Dennoch muss ich sagen, jetzt im ersten Eindruck, finde ich, läuft alles flüssig, alles läuft. Also dieser Prozessor, also 730G, der hat mich jetzt auch in anderen Smartphones schon wirklich überrascht, und zwar zum Positiven. Ich habe keinen Unterschied gemerkt. Bei den Spielen und bei den Anwendungen, die ich benutze, merke ich keinen Unterschied. Ich glaube, dass der Arbeitsspeicher noch ausschlaggebender als der Prozessor. Der 730G leistet verdammt gute Arbeit, das muss man wirklich mal ganz klar sagen. Dann würde ich sagen, können wir vielleicht mal in AnTuTu reingucken, damit wir noch mal ein bisschen tiefer hineinschauen, wenn wir schon dabei sind, oder? Stimmt, genau, richtig. Und während jetzt der Test durchläuft, wollte ich auch noch mal ganz kurz was zu den Kameras erzählen. Und zwar bei der 108 Megapixel Hauptkamera vom Xiaomi Mi Note 10 Pro haben wir auf jeden Fall, ich konnte es nicht überprüfen, weil zumindest das Gerät auseinanderbauen, aber da sollen 8 Linsen gestapelt sein. Ja. Und bei dem Mi Note 10 nur 7 Linsen. Nur, was auch immer das am Ende des Tages bedeutet. Aber das ist zumindest, soweit wir wissen, noch ein hardware-technischer Unterschied, der jetzt in den Specklisten erstmal so nicht direkt auftaucht, muss man auch dazu sagen. Nicht direkt, aber auf vielen anderen Seiten auf jeden Fall. Genau. Also, ob das aber einen Unterschied bringt, müssen wir halt noch herausfinden. Das ist aber auch nochmal ganz interessant dann vielleicht für euch, wenn wir dann den Kameravergleich raushauen hier auf dem Kanal. Dann könnt ihr dann sehen, ob diese eine Linse wirklich das Bild schöner macht oder schlechter macht oder was auch immer. Richtig, also natürlich jedes Element in so einer Kamera nimmt natürlich immer Licht weg, aber es kann natürlich auch Licht auch korrigieren. Also wird wirklich spannend. Ich bin gespannt, ob wir überhaupt einen Unterschied sehen. Meins ist eher fertig übrigens, obwohl es nur 6 GB hat und später gestartet ist. Mal gucken, ob jetzt meins, aber rein theoretisch müsste mein Smartphone jetzt mehr Punkte anzeigen. Seins zeigt 265.633 an, weil ich habe ja 8 GB. Das sieht nicht gut aus, würde ich sagen. Auf jeden Fall, was wir ganz vergessen haben, vielleicht noch zu erwähnen, vorne Glas, hinten Glas und Metallrahmen. Ne? Also nochmal ganz kurz. Ja, also hochwertige Materialien, auf jeden Fall, kann man so sagen. Oh, gewonnen! Ah. 269.908 Punkte, obwohl es länger gedauert hat und deins hat aufgegeben. Den Finger abgenommen. Deins hat halt 4.000 weniger so ungefähr, ne? Genau. Fast also das ist wirklich der Arbeitsspeicherunterschied. Der Prozessor ist, wie gesagt, der gleiche. Stimmt, können wir hier sehen auch nochmal. Obwohl CPU sagt, der komische, was bei mir 96.000 Punkte, bei dir fast 96.000, also ungefähr gleich. GPU auch ungefähr gleich, würde ich einfach mal jetzt sagen. Aber hier bei Memory halt. Memory gibt es tatsächlich einen Unterschied, einen sichtbaren Unterschied in der Benchmark. Kein gigantischer. Ich glaube nicht, dass es jetzt so ist, dass ich die ganze Zeit jammern werde, wie langsam das Mi Note 10 ist, aber das ist halt schon ein bisschen schnell. Das ist halt auch die Pro-Variante, muss man ja auch so sagen. Ist ja auch ein bisschen teurer. Wir haben halt beide die gleichen Qualität an Arbeitsspeicher, den LPDDR4. Also es gibt zwar jetzt schon den 5er, aber... Genau, bei Mi 10, das wollte ich nämlich nochmal ganz kurz erwähnen, so falls ihr euch für das Mi 10 interessiert, dort ist ja schon der neue verbaut sogar, der DDR5er. Genau, aber es ist jetzt nicht irgendwie eine ältere Version mit dem 3er oder so, was man in einigen Smartphones immer noch findet, muss man ja sagen. Und ansonsten haben wir halt einfach hier wirklich den Unterschied in der Menge des Speichers.
dass ich halt nur 6 GB habe und du die 8. Ach, Speichertyp habe ich UFS 2.0, könnte vielleicht auch nochmal schon interessieren. Du hast wahrscheinlich auch den 2.0, es gibt ja auch schon den 3.0er, der nochmal ein bisschen mehr Punch hat. Genau. Wir können hier ganz kurz nochmal in die Kamera-App gehen, würde mich persönlich jetzt ein bisschen interessieren, ob es dort vielleicht schon irgendwie sichtbare Unterschiede gibt, dass ich vielleicht einen Einlinsen-Mehr-Modus habe oder sowas. Genau, das können wir auf jeden Fall schon mal machen. Also wir haben AI, HDR, alles auch am Start, künstliche Intelligenz. Dann haben wir jetzt aber, was die Linsen betrifft, können wir halt hier wechseln zwischen der Hauptkamera und... Wir können mal nach links. Genau, dann kommen wir zu der 20-Megapixel-Weitwinkel-Linse. Und dann, wenn wir eins weitergehen, zum Makromodus. Also natürlich schafft die Makrokamera das nicht zu fokussieren, wenn es glatt auf dem Tisch liegt. Aber wenn wir es ganz leicht anheben... Das sieht doch schon mal so ganz gar nicht mehr so schlecht aus. Aber müssen wir halt nochmal gucken, es hat auch nur 2 Megapixel, wobei Megapixel auch nicht alles ist. Aber definitiv nicht. Aber man sieht, man kann schon auf sehr geringe Distanz hier überhaupt fokussieren. Und das ist ja der Trick einer Makrokamera. Dann hüpfen wir jetzt mal noch nach rechts von der Einfach- auf den Zweifach-Zoom. Sieht jetzt erstmal identisch aus. Wie gesagt, Fotos schauen wir uns dann im richtigen Vergleich noch einmal an. Was gut ist, dass es halt wirklich ein optischer Zoom ist, also genau. Verlustfrei, aber der fünffache Zoom, der noch am Start ist, ist halt ein Hybrid-Zoom. Richtig. So, und können wir jetzt noch weiter reinzoomen? Genau, das wollte ich nämlich auch mal sehen, weil ich kann bis zu 50-fach und du auch, ne? Genau, also den 50-fachen Zoom haben wir hier, das wird dann ganz schnell, also ich kann jetzt hier die Tasten von dem Gerät... Oh ja, stimmt, der sieht man bei mir auch gerade. Also das ist eigentlich auch schon fast eine Makrolinse, muss man ja sagen. Wobei Makrolinse eine bessere Qualität hat als das hier. Also die 50, wenn ihr jetzt ein Foto schießen würdet, hier ein 50-fach, könnt ihr an sich, sieht das komischerweise gar nicht so schlecht aus irgendwie. Aber ja, du hast aber ganz schön gewackelt, ne? Nee, jetzt habe ich ein größeres. Wie hat er das denn gemacht? Hä? Das verstehe ich gerade nicht. Das finde ich auch erstaunlich. Ich sehe jetzt im Foto mehr als im Sucher. Ja, ne? Hä? Das ist mir jetzt auch so, ich bin gerade ein bisschen verwirrt. Machen wir einfach nochmal. Oh nein, nicht ganz so weit raus. Jetzt fotografiere ich das C hier, ihr könnt sehen. Fotografiere einmal und gucke mir jetzt das Foto an. Normalerweise müsste das Foto scheiße aussehen, wenn er wirklich so nah dran ist, aber... Genau, ich hoffe, ihr könnt es in der Kamera einigermaßen sehen. Ich versuche jetzt mal das H einzufangen. Genau, mit dem Mi Note 10 machen wir das gleich einfach nochmal. So, und schauen uns das Bild an. Und da sehe ich das Z und N auch noch. Ja, genau, bei mir genauso. Aber dafür sieht es halt besser aus. Also irgendwie, also ich wollte nämlich gerade erwähnen, dass man den 50-fachen Zoom an sich nicht gebrauchen kann. Das ist so ähnlich wie bei dem neuen Samsung-Smartphones, wo man 100-fach Space-Zoom nutzen kann. Ja. Sieht cool aus, dass man so nah ranzoomen kann, aber das Bild an sich kann man sich nicht wirklich benutzen. Aber ich habe eine Theorie. Hier, komischerweise, sieht das Bild sogar gut aus. Aber es ist halt mehr rausgezoomt dann wieder. Genau, aber die Theorie wäre, dass für diesen Hybrid-Zoom auch überhaupt nicht mehr eine der Telekameras genutzt wird, sondern der 108-Megapixel-Sensor und dort digital gecroppt wird, würde ich jetzt mal behaupten. Ich weiß es nicht, wir werden es noch ausgiebig testen. Wir können ja mal Vergleichsbilder machen. Aber hier kommen wir nochmal dazu. Es gibt hier halt auch einen Modus mit 108 Megapixel, den man aktivieren kann. Standardmäßig werden 27 Megapixel waren das, glaube ich. Okay, genau. Wenn ich mich nicht irre. Hat man natürlich, die Standbilder werden nicht mit 108 Megapixel abgelegt. Man kann diesen Modus aber extra aktivieren und dann hat man diese 108 Megapixel auch zur Verfügung. Wie gut dann der digitale Zoom ist, wie fein die Details sind, werden wir euch berichten. Ansonsten Porträtmodus, Nachtmodus, das wird alles gleich sein. Beim Nachtmodus bin ich auch mal gespannt, ob sie sich da irgendwie ein bisschen verbessert haben. Richtig, da hängt ja Xiaomi immer noch ein kleines bisschen hinter der Konkurrenz, muss man sagen. Panorama und ein Pro-Modus gibt es. Wichtig wäre vielleicht noch, dass wir mal gucken, in welcher maximalen Qualität wir Videos aufnehmen können. Ich bin mir schon fast sicher, dass es 4K 30 FPS nur sind, leider. Bei mir sind es, ja. Das sind also bei 4K 30 FPS ist das Maximum, was ich hier oben einstellen kann. Genau, bei mir auch. Also ich habe bei beiden Geräten halt 4K 30. Beim Zeitlupenmodus haben auch beide Geräte maximal 960 FPS. Wie gut da die Zeitlupe funktioniert, testen wir auch noch aus. Aber ich gehe davon aus, dass es so ähnlich ist wie bei den Geräten vorher auch, dass man sehr viel Licht braucht, damit es überhaupt nicht irgendwie pixelig aussieht. Aber kommen wir dann später dazu. Gut, das hat Slow-Mo ja an sich auch so an sich. Das war an sich, glaube ich, alles, was wir darüber erzählen können, über die beiden Geräte und über die Unterschiede. So große Unterschiede gibt es auch gar nicht. Vom Preis sind die auch fast gleich, glaube ich. Also die waren zwischen 400 und 500 Euro, wie wir gerade geguckt hatten. Genau, ich glaube, der Unterschied sind maximal 50 Euro. Ist jetzt natürlich durchaus noch nennenswert, aber ist der maximale Unterschied, den wir gefunden haben. Manchmal ist er sogar noch kleiner als das. Unter 500 Euro kann man auf jeden Fall beide Modelle bekommen, wenn man möchte. Genau. Damit können wir das Thema jetzt auch erstmal abschließen. Den ersten Eindruck im Vergleich vom Xiaomi Mi Note 10 und Mi Note 10 Pro. Ich hoffe, ihr freut euch schon auf das nächste Video, was die beiden Smartphones angeht und vielleicht auch auf einfach die nächsten Tech-News, die wir auch noch machen und so weiter und so fort. Es kommt noch einiges. Eine Menge. Seid gespannt. Und wenn ihr gespannt seid, drückt gerne den Abo-Button.
Wir würden uns freuen. Vielen Dank. Wir wünschen euch einfach einen schönen Tag. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao.